Diese Holzfigur des heiligen Leonhard fällt sofort ins Auge, wenn man sich im Leonhardi-Museum Aigen am Inn umsieht. Trotz dieser Fülle von rund 200 Exponaten ist das Kunstwerk des Bildhauers Dominik Dengel etwas Besonderes. An dieser Figur erschließt sich dem Besucher der Name des Tierheiligen. Da sieht man es auch schön anhand dieser Kette, wie es da zum Sehen ist, die ja eigentlich eine Gefangenenkette ist und den Ursprung der Verehrung vom heiligen Leonhard eigentlich bewirkt hat als Gefangenenpatron. Und man sieht jetzt eben links und rechts das Ross und das Rind. Und im 16. Jahrhundert ist die Ketten eigentlich erst umgedeutet worden als Tierkette. Und somit eigentlich der bekanntere Grund, warum man eigentlich jetzt auch die ganzen Leonhardi-Ritt anschauen kann, dass er zum Tierpatron geworden ist. Die Leonhardi-Legende begründet die jahrhundertealte Wallfahrtstradition in Aigen. Ihr zufolge zogen Fischer eine Holzfigur aus dem Inn, worauf viele Leute kamen, um sie sich anzusehen. Und dabei war auch der Burgherr von Katzenberg. Und der war weit bereist und hat sich erinnert, dass er in Frankreich eine solche Figur schon gesehen hat und dass das der heilige Leonhard sein muss. Und hat sich dann auch zurückerinnert, dass seine Tochter ein Gelübnis geleistet hat, die ja in Gefangenschaft war, dass sie, wenn es freikommt, eine Kabine baut. Und so hat der Burgherr dann mit dem Einverständnis vom Grafen aus Riedenburg an der Stelle, wo heute die große Wallfahrtskirche ist, dann eine kleine Holzkabine aufbauen lassen. Und so ist dann eben der erste Stein zur Leonhardi-Wallfahrt in Aigen gelegt worden, mit der kleinen Kabine, die halt dann immer größer geworden ist, schließlich und endlich jetzt zur großen Wallfahrtskirche. Der Höhepunkt im Kirchenjahr ist für die Aigener der Leonhardi-Ritt. Immer am 1. Novembersonntag. Mit großem Festgottesdienst, Leonhardi-Duld und der Höhepunkt dann am Nachmittag natürlich der Leonhardi-Ritt, die Leonhardi-Umfahrt, wo ja mit Festwegen wiederum die Leonhardi-Wallfahrt dargestellt wird und die Leonhardi-Sage mit Reiter von Bayern und Österreich. Und im Anschluss natürlich dann auf der Leonhardi-Wies, das ist eine Wies gleich hinter der großen Wallfahrtskirche, ist dann die Pferdesegnung, wo die ganzen Risser dann einen kirchlichen, geistlichen Segen kriegen. Und zum Schluss dann nur das berühmte Würdinger Schutzen im Anschluss, wo die jungen Mannerleib probieren, dass den Würdinger nach oben schützen. Ganze 145 Kilogramm wiegt diese Heiligenfigur aus Eisen. Der Heberitus nach alter Tradition ist inzwischen Geschichte und heute eher symbolisch. Weitere Informationen zum Museum finden Sie im Internet auf leonhardimuseum.de.